Meine Freunde, es geht los. Der Wind pfeift durch unsere Ohren. Die Schlachtmusik ertönt. Und er schießt schon, der Mongo! Ja, dann geht's los. Der es geht los im epischen Battle zwischen Pedder und Mankey, weil Pedder und Mankey die Show ballert uns hier die Köpfe hier. Ich bin kein Sniper-Spieler, habe ich das schon mal erwähnt? Nee, aber wir können schon mal sagen, wir sind, wir haben uns schlafen gelegt, das Spawn liegt definitiv unten. Ja. Wir haben uns die Sachen halt schon aus der Tour genommen, damit das jetzt hier nicht so lange dauert. Pets hat mir erzählt, dass er, Der erste Treffer. Dass er Mongo ist und schon weiß, dass er Minecraft verliert. Ja, ist so. Ich habe ja auch schon hier schön geprahlt, dass ich dich in FIFA kaputt machen werde. Und in WWE 12 hattest du nicht die Eier dazu, dir Dingens, ein 1 gegen 1 Match gegen mich zu wollen, sondern du hast ein Tag Team Match gewählt. Gegen dich? Nein, natürlich mit dir. Ja. Ja, es tut mir halt leid, dass ich für dich bin, also dass ich dir nicht wehtun will. Aber jetzt ist es leider soweit. Jetzt ist es soweit und wir tun uns jetzt nämlich gleich weh. Aber so richtig. Pat hat es ja schon erwähnt, ich habe es in meiner Aufnahme nicht erwähnt. 30 Minuten. Das ist verdammt wenig Zeit. Ist so. Ist uns aufgefallen. Was heißt 30 nicht, Minuten, was Ladies and Gentlemen? Planst. Was soll ich denn planen? Ich weiß nicht, was du planst, ich weiß nicht, wo du bist, und das ist mir ein bisschen hier gerade heiß. Deshalb gehe ich auch noch nicht zur Tür rein. So offensiv möchte ich auch nicht sein. So offensiv möchte ich auch nicht sein. Oh Gott, was ist das hier für ein Glas-Obstacle-Kurs? Was hast du denn angestellt? Was hast du denn angestellt? Was ist das denn für ein Glas-Obstacle-Kurs? Da hast du schlechte Erinnerungen, glaube ich, ne? Ja, ich träume nicht wirklich gut vom Spiel, ne? Ja, aber komm, ich hab's... habe ich auch gesagt, ich habe es für dich schon etwas einfacher gemacht. Was soll denn das heißen, ey? Du hast es selber nicht besser gemacht. So war es jetzt nicht gemeint, aber es ist halt so, dass du oder beziehungsweise wir jetzt nicht die Jump-and-Run-Asse sind. Jump-and-Run schon, aber nicht in Minecraft. Was? Was machst du da oben? Was machst du denn? Mach ich nicht da oben. Was machst du da oben? Was machst du da oben? Das ist Mongo, ne? Was macht er da oben? Ich habe auch schon, wenn ich es mal so sagen darf, 2 der 3 Eier gefunden. Ich darf die natürlich noch nicht aufnehmen. Aber, genau, du darfst die noch nicht aufnehmen. Du musst mich erst totien. Genau, aber es ist doch schon mal für mich ein kleiner Vorteil, wenn ich weiß, wo diese Eier sind. Ah, Mongo! Aber komm, ey, diese Festung hier hast du recht gut gemacht. Diese Festung habe ich hier gut gemacht? Ja, also, wo ich jetzt drin stehe, ich habe okay. Schutz. Du stehst offen am Feld. Das ist richtig. Das ist jetzt auch nicht der Weg, den ich einschlagen werde. Ich begebe mich sofort zu deiner Burg und erkunde, wo deine Eier sind. Das hört sich falsch an. Ich will nämlich immer meine Eier finden. Mhm. Noch habe ich keine gefunden. Komisch, ne? Aber wahr. Trollolol, such den Eingang, lololol. Das war sowas von klar. Ach, ja genau, darauf habe ich nämlich abgezielt. Ja, aber das Ding ist, ich kann es jetzt nicht mehr erreichen. Richtig, ich wollte dich hier nämlich einfach einsperren und dann wollte ich schön in deine schöne Burg gehen und die Eier schon mal suchen. Aber dagegen habe ich mich jetzt einfach entschieden, weil das ist unfair. Ja, komm! Ah, jetzt versuch das so, ja? Wieso schießt du nicht? Wie viel hält er denn aus? Ich kann gar nicht mehr so viel Leben haben. Ist das spannend, oder? Findest du nicht? Nee. Doch, total eigentlich. Deshalb sage ich komischerweise nicht viel. Nicht so viel wie sonst. Ah, unser Sniper-Rifle funktioniert nicht so, wie wir wollen, glaube ich, ne? Aber dafür funktioniert das Messer richtig, wie es soll. Und deswegen wirst du jetzt auch endlich mal sterben. Oder auch nicht. Oder ich werde sterben. Ich weiß es noch nicht so genau. Tschüss. Hui! Hoch! Hoch, hoch, hoch! Ey, 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 ey. Du verstehst oder nicht? Das gibt's nicht. Wie viele Herzen hast du? Ich hatte noch 2. Okay, so, jetzt muss ich mir meine Ruhe, wollte sagen, so fair wollen wir Dinge also nehmen. Ich könnte das natürlich auch mit Absicht schnell beenden, ne? Wie dann dich selber töten, oder was?
Nö, aber einfach nicht vernünftig kämpfen. So meint er das. Aber das ist ja nicht der Sinn der Sache. Deshalb Schwert gezückt. Du verpisst dich erstmal. Ja, gerne. Und dann kann es ja irgendwann Attack. auch mal weiter gehen. Ich bin Oliver Kern. Ja. Aber das war knapp, ey. Also du hättest mich auch ein paar Mal, also hättest mich jetzt auch gerade kriegen können. Ja, die Taktik mit dem Bogen abhalten ist eigentlich gar nicht mal so verkehrt gewesen. Nee, die war wirklich gut. Also das habe ich mir auch abgeguckt dann. Boah, der ist mies, ey. Wer ist mies? Der Weg zum dritten Ei. Du hast das gefunden? Nee, ja, der wird da oben halt in der Kiste sein, gehe ich mal von aus. Was gehst du aus? Verstehe ich jetzt nicht. Dass dein drittes Ei oben auf der Burgmauer ist. Aber ich möchte das jetzt ehrlich gesagt gar nicht versuchen zu erreichen. Ich darf es ja eh noch Ich nicht. möchte eher mal versuchen zu erreichen, den Eingang zu holen. Zu holen, bitte den. Zu holen, ja. Raus aus der Lava! Ab Ja, verrecke, verrecke, elendig! Ja, Spuk ist schon mies, ey. So, ich weiß nur gar nicht, wo ich bei dir reinkomme. Das wäre auch schon mal ein Fortschritt, das zu wissen. Das wäre auf jeden Fall ein Fortschritt. Da habe ich mir wirklich Gedanken gemacht. Aber das war eher so eine Eingebung als ein. Du hast doch gesagt, zubauen geht nicht. Nö, ist auch nicht zugebaut. Es gibt definitiv einen Eingang in diese Burg. Es ist nicht der Vordereingang. So viel kann man vielleicht sagen. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Unter Wasser bin ich auch noch nicht auf den Eingang gekommen. Wahrscheinlich wird es irgendwo unter Wasser sein. Aber noch sehe ich hier nichts. Vielleicht muss ein bisschen näher rangehen. Was ist das hier? Dabei ist er fast da. Lass dich sogar in Ruhe. Damit die Das ist Zuschauer. eine Scheißströmung. Der ist doch da drin. Der jetzt hoch. Ich verrecke wieder Na, wegen dann komm Luft, schnell ne? raus, damit du es jetzt nicht an Schaden verreckst. Ich bin mal jetzt fair und lass dich jetzt mal kurz. Du bist Damit du. fair? Ja, ich bin tatsächlich fair. Unglaublich, oder? So, ja, ich habe das Ding schon gesehen. Nur irgendwie ist die Strömung kacke. Echt? Ich habe es nicht getestet. Warte. Achso, dann geh erst mal rein. Ich teste das jetzt mal selber. Button und Flower, ich dachte, wir verstecken Eier. Ja, nee, Button ist einfach nur, damit die Tür aufriss. Einfach Also. daneben platzieren. Das heißt, hier wird so nicht rausgehen. Was? Ja doch, du hast ja einen Button jetzt gekriegt. Wenn du Also, jetzt an den der geht's Button auch. links neben der Tür machst, dann kannst du, Wozu die Flower denn? ich weiß es nicht, die hatte ich im Inventar. Hier ein Blümchen, jetzt töte ich die. Hallo. An dem Block hier von vorne. Hier so dran. Da? Ja, und jetzt draufdrücken. Halt, ich drück mal nochmal drauf. Ne, da gehe ich jetzt nicht raus. Was hast du hier für ein Lavasee angestellt? Das ist ja un... Oh Gott. Lass mich nur mal gucken, ja? Ja, klar, ich bin jetzt auch mal. So, das ist meine Burg. Mir kommen Erinnerungen hoch, gerade. Erinnerungen, die mir nicht so gefallen. Ja, ich fühle mit dir. Okay, dann würde ich sagen, mach mal auf. Dann gehen wir wieder ins... Mach nochmal auf. Ja, nochmal auf. Schlachtfeld. Ups! Du nein! Nein! Komm schon! Komm schon, komm schon, komm schon! Yes, come on! Nein! Nein! Komm, Du komm! Verräter, ich war so lieb! Yes! Und das ist der erste Kill, Ladies and Gentlemen! Reicht man ihm den kleinen Finger? Was reißt daraus? Die ganze Hand. Jo, so kann man sagen. Vendetta, mein Lieber, Vendetta. Das war so ungefähr auch ein bisschen die Taktik gerade. Ich frage mich nur, Ja. wie du mit so einer Taktik an die Eier kommen willst. Es ist egal, Hauptsache ich kill dich erstmal und dann werde ich da drin alles erkunden. Ja, nur, ich kann ja immer wieder respawnen.
Das ist klar. Nur nach 6 Toden verlierst du alles, beziehungsweise hast du keine vernünftige Rüstung mehr. Und das will ich dann eiskalt ausnutzen und dich Dotin. Komm schon. Nee. Ja. Krass. Das ist Tod Nummer 2, bitte. Wie viel hattest du noch? 4,5. War so viel? Krass. Mhm. Ich hatte hier noch einiges. Was schmeiß ich denn da weg? Okay. Bevor du wieder rauskommst, ich würde gerne einen Cut machen, weil bei mir irgendwie Outer City gerade spackt. Ja, können wir gerne machen. Alles klar? Ja, ist gleich. Alles klar. So, Geister, sind wir wieder. Outer City hat zum Glück nicht gespackt. Ist alles noch im Kasten. Wir müssen nicht von vorne aufnehmen. Zum Glück. Und wir betteln uns jetzt einfach mal weiter. Und ich glaube, du willst mir eine Falle stellen. Wieso? Wieso? Wieso glaubst du sowas? I don't know. Ich weiß jetzt auch nicht, ob ich den Parcours bei dir wagen soll. Ja, Frage ist natürlich, ob du den überhaupt schaffst. Wie kannst du nur sowas sagen? Irgendjemand schießt auf mich. Ich weiß nicht, ob du das warst. Oh. Ich hab's nur klatschen hören. Wäre cool, dich von hier aus in die Lava zu bekommen. Na, schaffst du nicht. Das schaffst du nicht. Jetzt nicht, weil du es nicht drauf hast, sondern einfach, weil es... weil die zu weit weg ist. So, ich habe leider ein paar Sachen von dir aufgehoben, das werde ich dann alles auch schon... Habe ich aber von dir auch gemacht, also von daher... Aussortieren, ja, aber das müssen wir dann aussortieren auch, oder? Oder willst du... Ja, einfach in die Lava, ich kann es auch behalten, ist dann relativ groß. Also ich finde schon, dass wenn ich jetzt zum Beispiel 6-mal gestorben bin, ja, ich dann deine Sachen aufnehmen darf, wenn ich dich töten sollte. Ja, okay. Ich versuche mich einfach mal an diesem Parcours hier. Ich warte einfach, bis du jetzt 3-mal stirbst. Was soll das denn heißen? Alter, der Sprung ist echt mies. Du guckst mir zu? Nee, ach, du versuchst selbst. Ja, ich bin bei deinem Parcours. Okay. Bist du in Lava gefallen? Ja. Lebst aber du? Ich werde ja nicht sterben, denn du hast ja direkt Wasser vor der Tür. Da gehe ich mich einfach löschen. Ja, dieses Privileg habe ich hier nicht. Nee, warte mal, so liebevoll war ich nicht, das stimmt. Ich überlege auch gerade, wo es hier weitergeht nach dem Glasblock. Ist er da schon? Nach der Glasscheibe, ja. Warte. Also nicht da draußen an den Glasscheiben, sondern halt hier in dem, ja, klar, im Inneren. Warte. Ach so, nee, ich sehe schon dieses kleine Glasstück da. Ja, also der Sprung, die sind zum Teil echt mies. Vor allem die auf den kleinen Glasblock. Okay, ich bin hier an dieser Umzäunung da, an diesem Zwischen... Blöp, blöp. Lol. Och nö, da hat mir... Och nö. Du hast mir auch einen Cornerjump gemacht. Ich? Ja, sicher. Ja. Denn ich habe mir nämlich gedacht, das magst du doch so gerne. Die waren vorher noch mies, aber da war ich mir nicht sicher, ob die so funktionieren. Mhm. Da habe ich mir gedacht, dann pass mal auf, sei mal so lieb und mach die mal. Das sind jetzt nur 2, glaube ich. Ja, sind nur 2. Och, nur 2, ach. Guck mal, ich habe nur einen gemacht, da bin ich fieser gewesen. Ja, da war es echt fieser, ey, was soll das? Okay, ich lebe noch und ich bin auf diesem anderen Zwischenstück. Und jetzt kommen diese ganzen Zäune. Ja, aber schon sagen, die sind bestimmt auch mies. Aber ich hätte nicht gedacht, dass du es so weit schaffst, ehrlich gesagt. Da habe ich dich ein bisschen schlechter eingeschätzt, es tut mir leid. Nein, ich bin hier aber gleich nach... Ich hör's. Ach, komm schon. Schade. Ja, okay. Ich würde sagen 2-2, ha? Kann man so sagen. Okay, ja, so ungefähr kann ich mir den Weg vorstellen. Corner Jump wird absolut... Puh. Ja, und dann mal über Lava, da kennen ja nix, ne? Puh. Aber nur mal so, der Glasobstacle, den du da oben gesehen hast, der ist nicht so schwer. Ja, da muss man erstmal hinkommen. Ich habe jetzt einfach eher die Strategie, nicht ein drittes Mal zu verrecken. Und das wird halt auch doof, weil ich irgendwann in die Offensive gehen muss. Ich denke mal, wir beide werden in die Offensive gehen müssen. Ich bin, ich wollte ja nicht gerade mal ein paar Kurze gucken, noch als bist du gestorben. Ich glaube, wenn ich diesen Bist du selbst mal in deinem Parcours gefallen? Ich bin bei dem Glasobstacle oben hingefallen.
Ich glaube, wenn ich diesen Parcours hinter mir habe, kann ich ganz gut an die drei Eier kommen, könnte ich mir vorstellen. Ja, ich denke mal, so viel kann ich dir ja mal verraten. Danach kommt nichts mehr. Also, ich habe eigentlich gedacht, dass du den Parcours niemals in deinem Leben schaffen wirst. Deswegen war ich da ein wenig schlampig dann auch zum Ende hin, den Glas-Obstacle-Course. Ja, ja, gut. Dass ich ihn nicht schaffen werde, danach schaut's auch aus, weil du zwei Dingens eingeführt hast. Zwei Corner-Jumps? Ganz genau. Aber einer ist einfach, der andere ist etwas tricky. Gucken. Mal gucken. Och nö. Nun gut, ich werde mich wieder zum Parcours begeben. Was mache ich denn hier? Wie komme ich denn? Ich komme nicht mehr rein. Oh Gott. Thaddäus, verschwinde! Alter, da wollte mir gerade Thaddäus den Weg nach oben blockieren. Also mit den Thaddäusen habe ich nichts zu tun, ne? Doch, die hast du da angeheuert. Ja, die habe ich gesagt. Thaddäus! Nein. Aber ich würde dir trotzdem zugucken. Ich finde das gerade nicht interessant. Als Vorführeffekt, ich fäll am ersten. Das wäre natürlich lustig, ne? Aber irgendwie tut's langsam mit dem kleinen Finger wieder weh. Das Sneaken. Ja. Oh ja. Gosh! Was war das denn? Epic Fail hier. Ach, das Ding ist halt hier, wenn du hier in die Lava fällst, dann war's das. Ja, das stimmt. Das ist das Miese an der Sache. Also hier war es das dann wirklich. Hier ist auch keine Chance irgendwie dich zu retten. Höchstens am Anfang. Auch da wird schon schwer, aber da kann man sich noch hochziehen, das ist klar. Hättest du beinahe auch geschafft, als ich dich da hingeschmissen habe. Mhm, aber dann musstest du mich ja nochmal reinschmeißen. Ja. Also sie hat gedacht, ja komm, schmeißen wir nochmal rein. Ach. So, dann muss ich jetzt eine andere Strategie wagen und mich ans Defensivverhalten machen. Defensivverhalten, sagst du? Mhm. Dass wir nur beide defensiv sind. Dann wird es ein endlos Let's Battle. Mhm. Ja, aber erstmal verteidigen ist nicht so ganz dumm. Naja, stimmt, ich würde am besten den Eingang verteidigen dann. Oder ich gehe natürlich aufs Ganze und wage mich wieder an den Kurs. Ich glaube, das ist auch das, was ich machen werde. Mehr oder minder muss ich auch irgendwann in die Offensive gehen und das wird, glaube ich, hier der Fall sein. Ja, es ist halt kompliziert, der Kurs, ne? Das muss ich dir lassen, den hast du wirklich gut gemacht. Entweder du hast mich da etwas überschätzt und gesagt, ja, der packt das, oder du dachtest, der packt das im Leben nicht. Ich habe eigentlich gedacht, das packt der im Leben nicht. Ich hätte niemals gedacht, dass du beim First Try überhaupt bis zur zweiten Plattform kommst. Mhm. Also da hätte so ich sehr schätzt du mich ein. So, ja, es tut mir so tatsächlich leid. Was willst du damit sagen? Dass es mir da tatsächlich leid tut. Womit? Und I to death. Hast du schon ein Ei? Hm? Hast du schon Eier? Sogar zwei. Eier. Nee, das wird hier nicht funktionieren. Ich habe mich zwar gerettet, aber ich glaube, ich werde trotzdem verbrennen. Meinst du? Glaub an dich! Ja. Wo warst du? Bei den Zäunen wieder. Soweit? Wie gesagt, ich hätte nicht gedacht, dass du es so weit schaffst. Aber gut, die sind wirklich schwer. Die habe ich auch schwer gemacht, das sehe ich auch ein. Ja, du musst dich jetzt auch schämen. Das ist eine Gräueltat, die du begangen hast. Erstmal Timeset 7 machen. Gut, aber
Dass das jetzt so läuft, wie ich mir gedacht habe, war mehr oder weniger auch klar. Was hast du denn dir gedacht? Dass ich Haus hoch untergehe? Achso. Aber es läuft ja gar nicht so. Also, ich hätte nicht gedacht, dass ich gegen dich so schwer. Meine Taktik war nicht von Anfang an, da habe ich dich gar nicht ein wenig verletzt. Einfach sofort in die Offensive zu gehen. Ich war auch überlegen, ob ich mir überhaupt keinen, also ob ich den Eingang überhaupt selber nicht schaffe. Das ist ja das Gute, wenn wir dann irgendwann mal FIFA spielen, weil dann hat jeder mal ein Spiel gehabt, wo er haushoch überlegen ist. Und ich würde dann, oder ich werde versuchen zumindest hier, da mein 7:1 zu toppen. Aber ja, dann würde ich sagen, dass wir dann auch gleich starke Mannschaften nehmen. Ja, aber komm, ich hatte Chelsea dort das Menü, du warst sogar noch einen Ticken bevorzugt. Nein, ich war definitiv schlechter. Von der Mannschaft her? Nee. Ja, also da muss ich... Never ever. Was soll das? Ich muss gerade überlegen, ob die Leiterwandsprünge bei dir schaffbar sind. Aber müssten eigentlich. Achso, da kommst du nicht voran? Nee. Ich habe sie geschafft. Ja, ich glaube auch, dass die müssen, weil den ersten Block schafft man, dann müsste man die ja nicht ausschaffen. Sind zwar tricky, ich habe da auch ein paar Anläufe gebraucht, aber jetzt habe ich komplett gefailt, ey. Das war beim ersten Mal bestimmt reingefallen. Nö, ich war auf diesem Glasdingen und habe nicht lang genug Shift gedrückt. Oder gehalten, besser gesagt. Weiß nicht, also ob ich das überlebe. In Flames. Zwei Herzen habe ich noch, eineinhalb, eins. Nee. Das ist doch immer so lange brennt. Ja, ne? Und da habe ich gar nichts mehr an Rüstung. Das heißt, ich begebe mich jetzt... Hoch, falsche Burg. Ich begebe mich in meine Burg erstmal und hole da die Eier und sage dann, hey, ich habe 3 Eier gefunden, ich habe gewonnen. Ja, nur mit dem Unterschied, dass ich ja schon 2 habe. Hey, ich habe dir 2 Eier geklaut. Boah. Ich fuck ja schon bei deinem Parkour ab. Da war am Anfang sowas von easy peasy. Da dachte ich mir, ich schaff's zeitlich nicht mehr. Und als du dann geschrieben hast, nope, als ich gefragt habe, ob du ready bist, habe ich das dann noch ein bisschen trickier gemacht. Ja. Ach, du hattest hier bestimmt den Fail, dass du die Säulen nicht hoch genug gemacht hast, dass ich sofort hätte auf die Burgmauer gehen können, oder was? Ganz genau. Ärgerschwanz. Das ist Ärgerschwanz. Hallo, nicht solche Wörter in Let's Play, ich bitte dich. Das ist kein Let's Play. Das ist Pat vs. Miki die Show. Da darf man sowas sagen. So, ich bin jetzt wieder an den Zäunen. Nee, und da auf den ersten komme ich, auf den zweiten no chance in hell. Aber der zweite ist auch tricky, den habe ich auch. Stößt man sich dazu vielleicht den Kopf an? Nee, eigentlich nicht. Das habe ich extra so gemacht, dass es nicht passiert. Boah, Alter, der Leiterjump, ne? Was, der Cornerjump oder einfach auf die Leiter da zwischendurch? Nee, einfach auf die Leiter drauf. Ich bin der Minecraft-Mann! Oh, nee, doch nicht. Ich bin noch nicht zu Tode gebrannt. Ah, ist kompliziert. Ich könnte einfach sagen, ich habe gewonnen und gut ist. Das kannst du auch so gerne machen. So. Ist ja im Prinzip auch so. Wie gesagt, danach FIFA und Minecraft haben wir jeweils ein Spiel gehabt, wo der andere haushoch Favorit ist. Und dann brauchen wir auch mal eins, wo es ziemlich neutral ist, damit es auch spannender bleibt. Ich weiß nicht, ob WWE sowas wäre. Ich glaube aber eher nicht. Kann ich nicht beurteilen. Inwiefern nicht. Gas erschaffen. Inwiefern glaubst du nicht, dass es das neutral wäre? Weil WWE 12 ist eh so ein doofes Spiel, sag ich mal. Weil wenn da einer im Angriff ist, ist eh Ende. Ach, du hast dich... Ach so, du kannst nicht kontern vernünftig, ne? Ja, nee, generell kannst du bei dem Spiel, finde ich, nicht vernünftig kontern. Ich finde, das geht teilweise. Du musst es halt perfekt timen, ne? Du darfst nicht Button smashen. Ich bin die Minecraft-Figur. Mein Leben regeneriert so langsam. Irgendwas Neutrales. Weiß nicht was. Mein Leben auf dem Ponyhof. Wer züchtet am besten... Ja, wer züchtet am schnellsten ein Pferd? Wäre doch mal was, oder? Ja, ein Pferd züchten, oder? Ja, klar. Findest du nicht? Auf jeden Fall.
Du bist durch, darf die Eier holen? Nee, die sind, also ich würde sagen, die sind jetzt einfach fix. Was ist fix? Also das, wenn ich die Eier habe, habe ich sie. Wenn sie verbrennt, sind sie halt verbrannt. Ja, klar, aber du bist das dritte Mal gestorben. Das heißt, ich darf jetzt... Achso, ich bin das dritte Mal gestorben. Du darfst die Eier holen, ja. Natürlich. Mein lieber Joachim. Tür auf. Ich sagte, Tür auf für den Führer. Geht mir aus dem Weg. Na, ich hätte nicht gedacht, dass es... Solange ich an den Sprungpassagen hänge, ey. Wobei ich immer noch sagen muss, dass der Leiterjump echt mies ist. Mhm. Du miese Sau, du. Den ersten schaffe ich jetzt locker. Also, ne? Locker. Dann falle ich runter. Bei dir? Immer das Gleiche. Schon wieder der, doofe Zaun. Mhm. Bei mir genau die doofe Leiter. Miau. Hier kommt es drauf an, wer schneller. Ja, wer schneller, genau. Wer schafft die... Ja gut, aber du hast den Vorteil, du weißt, wo das letzte Ei ist. Ich weiß es nicht bei dir. Ich weiß nicht mehr, wo das erste ist. Deutschland, du weißt doch niemals, wo eins ist, ne? Miau. Du warst drangehangen? Nee, aber ich hab's so wenigstens... Kamen wir schon mal in die Nähe. Ich will gerade überlegen, muss ich oben drauf oder muss ich mich dranhängen? Hm. Ach, weiß das nicht. Ich würde es aber auch nicht sagen. Nö, ich habe keine Ahnung, wie ich mich da drangehangen habe. Das weiß ich jetzt, das war jetzt mal wirklich mal kein Witz ausnahmsweise. Ich habe mich einfach irgendwie drangehangen. Wie? No idea. No idea, ist so, wirklich. Das ist nicht mal gelogen. So, dann. Sprung Nummer 1. Boah, weißt du, was eine geile Challenge wäre? Was denn? Nintendox. Wer bringt seinen Hund als erstes die Rolle bei? Wer bringt seinen Hund als erstes um, sagst du? Oder so. Let's play Nintendox, sagst du? Mhm. Das hätte was, hätte was. Nee. Hätte echt was? Nein. Das ist so. Willkommen zurück, meine Damen und Herren, zu Let's Play Nintendogs, ja. Mann, diese zwei... Ich habe echt das Gefühl, dass man sich in den Kopf stößt. Also, ich habe ihn geschafft. Und beim Respawn leckt das hier komischerweise immer. Why so ever? Ich sei ein Robert Lewandowski. Ich verzweifle an das Leitersprung. Oh, Gurwa, Gurwa. Aber Leitersprung sei ein Teil des Trainings. Wer nicht schaffen, spiele nicht gegen tschechische Nationalmannschaft. Tschechische? Ja, passt doch. Aber Lewandowski ist ja ein Polen. Ja, aber wer den Leitersprung nicht schafft, der spielt halt nicht gegen Tschechien. Ach so, lol. Weißt du? Das ist halt das Trainingsziel. Jeder, der das schafft, spielt in der Stammformation. Ja, so. Also jeder, der von euch schaffen das unmögliche Sprung, seien in das Team. Wer nicht schaffen, Pech, und wer nicht schaffen, 11 Spieler, dann wir spielen halt mit weniger. Ah, so ist das. Das ist das Konzept der polnischen Nationalmannschaft. Aber, dann schaff ich diesen verfickten Leitersprung, ne? Ja. Und dann fällst du am nächsten? Springt er nicht! Dann läuft er so, lalala, oh, da unten ist Lava, komm, ich lauf mal in den Tod. Ich bin die Minecraft-Figur. Der ist doch Was wollte ich sagen? Hab ich vergessen jetzt? Ja, polnische Trainer. Nee, ich sag nur polnischen Trainer. So. Da lang, ich geh an da lang. Ah, das ist doch sowas von verfickt hier. Mama. Also da würde ich den Bauer dieser Map auch als Jude beschimpfen. Echt? Mach doch mal! Jude! Selber Jude! Ja, ey. Er verzweifelt. Ah, negativer Typ! Mm. Minky Borne to death. Das heißt du des? Nee, to death. Ich burnet to death. Aber TH ist doch, wird doch S ausgesprochen. Hast du mir doch beigebracht.
Burnett Tudeaf. Tudeas. Tudeaf. So, Zaun 1 ist geschafft, aber an Zaun 2... Ach, du verfickter Bastard, da ist er mal dran. Und was war dann? Ja, keine Ahnung, dann ist er... Ja, ich bin jetzt dran und jetzt lasse ich mich einfach nach unten fallen. Oh, ich bin die Minecraft-Figur. Ich lasse mich einfach nach unten fallen oder springe erst gar nicht, obwohl der Minky schon so weit ist. Weißt du, was auch cool wäre? Blamieren oder kassieren. Heute mit Elton! Und dann... Das Spiel gibt's ja, ne? Bei Schlag dem Rab, das Spiel. Ja. Aber es geht auch ohne Spiel, ne? Nein, es geht nur mit Spiel. Elton ist im Paket drin. Natürlich, in jedem Paket ist Elton drin. Klar. Was war das denn? Wie hab ich das gemacht? Der Blick dran gemacht. Ja, das meine ich nicht. Ich wäre eigentlich runtergefallen und plötzlich ist er oben. Ist doch vor. Ja, aber es ist wieder noch ziemlich am Anfang. Das war jetzt kein Erfolg in dem Sinne. Ich mach mir gleich alles kaputt. Ja, okay. Das ist auf jeden Fall machbar, der Sprung. Du weißt doch nicht, welche Sprünge machbar sind. Hast du gegoogelt oder hast du einfach selber getestet? Ich habe selber getestet. Und ich packe einfach nicht diesen zweiten Zaun-Dings. Du hast ja gerade einmal gepackt. Ich habe es nicht gepackt. Also ich war ja nicht drauf, ich bin irgendwie mit der Stirn dagegen geklatscht und dann meinte er so, nach unten fallen. Ja, ich habe irgendwie immer das Gefühl bei dem Jump, dass er sich den Kopf stößt. Macht er auch. Was klappt trotzdem? Macht er auch? Meine ja. Du hast doch gesagt, du hast das nicht so gemacht. Also, keine Ahnung, was ich. Also ich weiß, dass man den Schwung schafft. Falls sich das irgendwie beruhigt. Nicht wirklich. Das beruhigt mich gar nicht, weil da kommen Corner-Jumps. Dann ist eh vorbei. Ja, wobei, wie gesagt, die gehen. Die sind einfacher als deiner. So, auf dem ersten Zaun schaffe ich's. Auch mittlerweile Chili-Mili bestimmt, ne? Aber nicht auf dem zweiten. Wer noch Ideen für ein Let's Battle hat, dann schreibt es doch mal bitte in die Kommis. Was? Ich habe jetzt mit einem Abonnenten gesprochen. Ja, wer was? Ich habe es leider nicht verstanden. Wer Ideen hat für weitere Pet vs. Minkies, die Shows, das kann das mal gerne in die Kommis posten. Vielleicht lässt sich das hier verwirklichen. Ein Real-Life-Fußballspiel, One-on-One. Alter, ich stelle dich ins Tor. Nee, wer ist der bessere Torwart? Torwart, ne. Also für die, die es nicht wissen, ich stand immer nur im Tor. Mein Leben lang. Und Kevin, glaube ich, nicht so, ne? Nein, ja, ich stand mal damals in der F-Jugend stand ich im Tor. Da wäre ich ja minimal Außenseiter. In diesem Duell. Ja, das auf jeden Fall. Elfmeterschießen. Denn in Wirklichkeit habe ich ungeahnte Kräfte. Natürlich. Keeper-Kräfte. Hast du? Ne? Nö. Achso. Boah, ich dachte schon, ey. Ich wollte schon sagen, ja, Glückwunsch, das war's. 1-0 für Kevin, tschüss. Tschüss, auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal. Ciao. Dann müssen wir aber auch hier schöne Musik eindüdeln. Für den Gewinner. Give me one moment in time. Ah, jetzt fähle ich zu oft schon am Anfang. Da wollen auch die Finger nicht mehr wirklich. Ich fähle genau an der gleichen Stelle wie du, sagst du? Ja? Ja. Ich fähle an der gleichen Stelle wie du, sagst du. Wieso machst du das? Ich möchte gucken, ob der, wie es mit dem Zaunsprung aussieht. Ach, du hast schon das Ei? Nee. Nur nicht, dass es dann unfair ist, weißt du, wenn du das hier tausendmal probierst. Warte mal. Also du sagst, den ersten schaffst du? Auf jeden. Also von... Warte, oh. Und den ersten schaffst... Ja, den schaffe ich gerade nicht. Das heißt, den ersten schaffst du so. Guck mal über dir. Hm? Den schaffst du, ja. Und den anderen schaffst du jetzt...
Nee. Oh. Warte. Den anderen schaffst du jetzt nicht. Ich hab'n geschafft. Ich bin nur drüber geschwommen. Okay. Alles klar. Gut, dann haben wir das auch geklärt. Ich habe auch natürlich danach verlangt. Nee, aber ich war mir jetzt unsicher, ob der... Ja, schon klar. Die, was Falsches gebaut hab. Nicht, dass es dann heißt, Minky verliert durch Schummeln oder durch nicht lösbare Aufgaben. Oder Minky schummelt! Okay, ich stehe auf dem zweiten Zaun. Na siehste. Hab ich dir gezeigt, wie es geht und schon mach danach. Ja, nur... Wie gesagt, ihr nicht denken? Ja, Gott, nein! Auf den letzten Block nicht jumpen können, ist schon Unvermögen. Ja, vor allem, weil es ja niemals hier die Dingens waren, ne? Danach kamen schon die Leitern. Nee, ich meine aber, das, ich hab gedacht, du stirbst da eher an der letzten Leiter oder so. Hm. Da an der letzten Leiter... Also du hast die meine Leiter auch geschafft. Ich? Nö, ich kann da besser. Ich hab den Sprung von Leiter-Jump zu, nee, warte. Den ersten Block, dann springst du an die Leitern. Von den Leitern springst du auf noch weitere Blöcke. Ja. Und von da springst du zur Plattform, wo... Uah, ich bin so ein Mongo. Von da springst du ja auf die Plattform, wo er den Leiterjump machen muss. Mhm. Das habe ich nicht geschafft. Okay. Aber da kommst du mittlerweile hin oder scheiterst du auch ab und zu noch an der Leiter? Scheiter auch mittlerweile wieder am schön am Anfang. Es ist kein Let's Battle, meine Damen und Herren. Es ist jetzt hier doch wieder Minecraft. Jetzt hier, Jump'n'Run, Minecraft-Skills, Parkour-Maps. Ach nö, ey. Das ist peinlich, einfach von den ersten Blöcken in die Lava zu fallen. Pet triert, du schwimm in Lava. Ich hab gehört, du triertest, du schwimm in Lava. Hm. Wir können ja auch mal ein illegales Real-Life-Rennen gegeneinander machen. Nur, dass du kein Auto hast momentan. Ich meine, ich auch nicht, noch nicht. Ja, aber eben. Ich auch noch nicht, aber in ein paar Wochen schon. Und dann können wir ja richtig schön racen. Ja, also auf der Homestraße. Hm? Ich gehe dann hier zu diesem Gebrauchtwagenhändler in der Nähe, Angelo. Gebrauchtwagen in gut Zustand, damit wird nämlich der Mann. Sehr seriös scheinbar, dieses Unternehmen. Ja, definitiv, oder? Ja, auf jeden Fall. Alle Gebrauchtwagen in gut Zustand. Ich schaff's aus bei dir. Ah, Kurva! Jetzt sollte ich mittlerweile schon am ersten Zaun. Wir könnten natürlich jetzt auch sagen, wir gehen einfach in den Creative Mode. Und dann? Dass wir nicht immer diesen Weg laufen müssen. Sondern halt natürlich von Anfang an starten. Aber dass wir nicht immer jetzt vom Spawn zum Ding jetzt laufen. Ja, aber dann müssen. Musst du halt Creative Mode wieder ausmachen, wenn du jumpst. Nö, kannst du so jumpen. Ja, aber wenn du mehr als einmal jumpst, fliegst du. Ja, da muss aber zweimal ganz schnell hintereinander drücken, ne? Schon klar. Und ich glaube nicht, dass das der Fall ist. Och, ist mir schon mal passiert. Aber wenn du das so möchtest, dann kannst du das gerne machen. Dann changed uns doch mal. Soll ich uns mal changen? Change mal. Mode Minky 1, 11, was? Game Mode Putz 1. Also kannst du dann, bevor in den Lava fällst, wie es halt wieder zum Anfang und dann... Bevor du in den Lava fällst? Ja, selbst wenn du in den Lava fällst, ist ja Wurst. Ah, mau, mau. Ich schaff noch niemals den ersten Sprung jetzt. Hätte es so gemeint, ich hab ihm so einfache Sprünge. Ja. Das Problem ist einfach, dass ich bei dir irgendwie so kein großes Erfolgserlebnis habe. Dass du bei mir kein Erfolgserlebnis hast? Mhm, also das hatte ich noch nicht einmal. Ja, wobei, du schaffst mir jetzt ein paar Sprünge. So. Die Sprünge am Anfang. Das gibt es nicht. Also du warst ja heute bei mir und wärst du immer noch bei mir, gäbe es jetzt ein paar Schläge. Für diese schöne Map, ne? Ja. Für diese schöne Map! Boah, ich bin zu blöd. Boah, ich bin zu blöd. Me too.
hängt. Ach, das geht nicht. Jetzt läuft er auch wieder nicht. Ja, dieser Parkour ist nicht in gutem Zustand. Ich bin eine Figur. Ich springe nicht. Das gibt's nicht, ey. Ich fall schon von den Blöcken hier am Anfang, weil ich zu weit nach hinten gehe. Jo, das ist mir jetzt gerade auch passiert. Und den ersten Sprung habe ich nicht geschafft. Auch nicht schlecht. Na, immerhin können wir schön rausfliegen. Jetzt müssen wir nicht immer von Anfang an neu machen. Das gibt's doch nicht, ey. Das gibt es nicht. Also die Erfolgserlebnisse sind hier limitiert. Aber ich glaube auf beiden Seiten. Ja, definitiv. Wenn du gleich mal kurz Zeit hast. Mhm. Ich möchte ja mal sehen, wie du den letzten Sprung machst. Den Corner Jump? Nee, den davor. Ich fuck da nämlich sowas von ab die ganze Zeit. Du meinst von dem Block nach der Leiter zum Corner Jump quasi? Block. Nee, zum Block vor der Leiter quasi. Also bevor dem, vor dem Leiter Jump. Okay, warte, ich check das gleich. Ich bin hier nur gleich in der Nähe von den Zäunen und die möchte ich nochmal gerne probieren. Ja. Jetzt. Genau, tot im Game Mode 1. Ja. Gerade da. Och Gott, nee. Ja, ich komme. Ich bin der Regen. Ich bin der Regen. Da. Den Sprung checkst du nicht? Da, wo du jetzt bist? Doch, den kriege ich manchmal. Hier, siehst du, den kriege ich noch hin. Ja. Aber der hier jetzt, pass auf. Aha. Der hier? Gut, ja. Komischerweise habe ich den im ersten Try geschafft, als ich die Map gemacht habe. Ersten oder zweiten Try, weiß ich jetzt nicht mehr genau. Ja, so geht's natürlich. da hänge ich echt richtig dran. Da musst du perfekt von der Kante abspringen. Remember, wie es bei den Fail-Maps war? Ja, nein. Also da beiße ich mir gerade richtig die Zähne aus. Warte. Guck mal, wenn ich jetzt das so mache. Ja, gut. Oh. Der ist auf alle Fälle gegangen. Also ich habe hier alle Sprünge ausgetestet. Hast du den noch gar nicht geschafft? Nein. Ich knall immer schön mit der Nase davor. So wie du jetzt gerade. Da! Siehst du? Alles da! Gut. Das schaffst du dann so wie den zweiten Soundsprung, ein von 1000 Versuchen. Ja eben, den zweiten Soundsprung bekomme ich seitdem auch nicht wieder hin. Nee. Hat nicht geklappt? Nee, ich bin schon wieder beim ersten, weil wieder zu weit nach hinten gegangen. Und dann springe ich zu früh ab. Denn ich bin eine blöde Minecraft-Figur. Jetzt ist es die Minecraft-Figur, ja? Immer ist die Minecraft-Figur die Schuld ist! Ja, natürlich, wer denn sonst? Denkst du, ich bin so? Nee, nee, nee. Ach, Kurwa, ey. Also, ich könnte jetzt ein paar Flüche loslassen. Das ist dann was ärgerlich bei dir, wäre. Was denn? Wenn du die Corner-Jump schaffst, ne? Ja. Dann beim Glasparcours oben noch runterfällt. Wieso? Dann muss man von vorne anfangen? Ja, da ist ja kein Weg hin. Du bist schlimmer als dieser Jude bei den Maps, die wir gespielt haben. Aber gut, wie gesagt, da kannst du eigentlich nicht runterfallen. Die Leiter sind mittlerweile Nachbar, sind die? Die sind mein Nachbar? Boah! Nicht geschafft? Ich hab geflogen. Nee, es ist einfach... Unvermögen, wie er so schön gesagt hat. Vor allem, wenn man dann so am ersten Block schon fällt oder die Leitern dann nicht schafft oder so. Obwohl man die jetzt halt schon so gefühlte 200.000 Mal gemacht hat. Nein! Gib es nicht, ey. Gib es nicht. Dass ich nicht auf diese zweite, auf diesen zweiten Zaun komme. Das muss doch irgendwo machbar sein. Und jetzt komme ich nicht mal auf den zweiten Block. Also ich glaube, je länger man das spielt, haben wir, glaube ich, auch bei den... Let's Fails gemerkt, desto schlimmer wird's. Ja, das ist auf jeden Fall so. Also, weil dir irgendwann auf die Hand abfällt. Ja, das gerade das, weil mein Mittelfinger tut schon weh vom W-Drücken. Bei mir ist es... Ja, bei mir ist es eher der kleine Finger wegen Shift-Halten. Wir können jetzt auch machen... Warte, Fail nochmal. Oder schaff es, wie du möchtest.
Gefällt? Natürlich. Ja, pass auf, dann machen wir es jetzt so. Den Sprung dem ab jetzt, ne? Ja. Wir fangen jetzt beide von neu an. Mhm. Und jeden Sprung, den man schafft, von da darf man wieder ansetzen. Das heißt, wenn du jetzt bis zum ersten Zaun kommst, darfst du dich auf den ersten Zaun stellen und von da aus dann weiter starten. Ja, ich habe den ersten Block geschafft. Ja, dann darfst du von da, guck mal, dann darfst du von da starten. Also weißt du, was ich meine? Ja. So müssen wir halt nicht diese Sprünge, die wir jetzt gefühlt schon 200 Mal geschafft haben, nochmal neu machen. Ja, so wie es darf. Nicht am Leitersprung, am Cornerjump. Ja, natürlich. Komischerweise habe ich diesen Cornerjump auch ziemlich schnell geschafft. Mm. Aber ich glaube, das ist, wie gesagt, Vorführeffekt. Irgendwie. Okay. Oh, ich hang dran. Ich bin jetzt fast an den Leitern. Der letzte Block da hinten wieder. Okay, okay, ich habe ihn. Kasse? Ich bin jetzt an den Leitern. Man kann die Leiter so schaffen in einem Cornerjump? Die erste oder die zweite? Ja, von der ersten. Also ich bin jetzt hier einfach oben an der Leiter. Ach so. Oh, fuck, den ersten. Okay, der erste geht. Das heißt, ich darf auch an der Leiter anfangen, oder was? Du darfst auch an der Leiter anfangen, ja. Okay, den ersten. Solange halt, also jetzt kurz berühren zählt nicht. Du musst da auch fest einmal dran gehangen haben. Ja, klar. Ne? Ah, fuck. Okay, der Sprung von der Leiter zum nächsten ist kacke. Der erste oder der zweite jetzt? Also den zweiten, den ersten habe ich. Alles klar. Ich bin jetzt bei dir. Ah, was? Sprung zur Tour. Hast du geschafft? Nee, bin ich jetzt gerade. Das sind immer diese typischen vier Feldersprünge, wo du wirklich, wie du schon gesagt hast, vom vordersten Stück der Kante abspringen musst. So, ich habe geschafft. Gut. Give me one moment in time. Aber, wir können auf jeden Fall noch auflösen, würde ich sagen. Ich löse bei dir auf, indem ich da einfach durchfliege. Genau. So, das wäre jetzt das hier gewesen. Was sind das? Oh Gott, ihr geht. Was ist das denn? Die habe ich gerade. Das sind deine Truhe. Das waren deine Viecher, die du hast gespawnt. So, und jetzt such mal bitte die Eier. Oh Gott, was hast du hier angestellt? Ja, das war nämlich mein kleiner Trick. Okay. Da müsstest du einen gefunden haben hier, oder? Nö. Ach nee, im nächsten wäre die gewesen. Hier ist eine drin. Okay. So, und hier hätte ich natürlich auch viel Zeit gewinnen können. Was ich noch gemacht machen wollte, wo aber die Zeit vorbei war, hier auf den Cobblestone noch weitere Truhen setzen, um mich noch zusätzlich zu verwirren. Das ist ja schon ziemlich mies gemacht worden. Ja, so bin ich. Ein mieser Hund. Hier gibt's auch keine weitere. Richtig, hier nicht, aber pass mal auf. Dann springst du hier drauf. Und guck mal, was hier ist. Okay. Da hast du einen. Das gleiche machst du hier hinten, springst du halt hier auf den Cobblestone, springst du hier drauf, springst du hier drauf. Und hier ist auch noch ein. Alles klar. Gut. Sonst soll ich sagen, was ich noch gemacht habe. Was denn? Damit ich den Parcours nicht machen muss, folgt mir mal. Wo bist du? Hinter dir. Ich fliege. Hier oben. Oh. Pass auf, damit ich den Parcours selber nicht machen muss. Ja. Hab ich das hier gemacht. Was? Das hier? Digga. Ah, okay. Dann hier die Leiter hoch. Da kommt er auch. Da kommt er auch. So, dann habe ich einfach hier so einen schönen Schalter eingesetzt und so kam ich immer richtig schnell nach oben. Okay, verstehe, verstehe. Ja, ist auf alle Fälle cool gemacht. Aber die wirkliche Challenge hier an deiner Burg war einfach der Parcours. Wenn man den hinter sich hat, dann hat man es. Auch wenn man hier vielleicht Zeit mit Suchen verbringt, aber das ist ja jetzt hier nicht das Problem. Nee, also aber wie gesagt, es war einfach so ein bisschen gedacht, falls es wirklich knapp werden sollte, habe ich mir so halt nochmal so 2-3 Minuten gegeben, weißt du? Klar. So sagst du, wir springen die Ficke hier nochmal in die Luft. Mach doch. Komm, geh du rüber, mach deins kaputt. Aber meins ist so wunderschön. Das ist wirklich wunderschön, aber auch schöne Dinge müssen gehen. TNT and Dynamite. TNT.
TNT. Patty, ich kann den Text nicht. Du kannst ihn doch selber nicht. Das ist aber jemand sehr getroffen. TNT, I'm Dynamite. Du musst das auch so schreien, heißt du, wie die. TNT, wie die ACDC. TNT. Ja, TNT, das schreibe ich auf meinen neuen Twitter-Account. Ich bin Oliver Kahn, das ist ein Zeichen. Überall dieses TNT. Ja, zünden wir. Warte. Du darfst auch bei mir zünden. Die Ehre überlasse ich dir. Ich habe besonders viel TNT an den Leitern gemacht. Ich glaube, die mochtest du nie so. Die habe ich gehasst. Oh. Okay. Gut, würde ich sagen, erwartungsgemäß ist das erste Duell an dich gegangen. Ich freue mich... Also ich habe es persönlich nicht erwartet. Ich freue mich erwartungsgemäß, beziehungsweise an das zweite erwartungsgemäße Duell, was da irgendwann hoffentlich FIFA lauten wird. Da muss ich erstmal meine Favoritenrolle bestätigen. Oh, ich lecke, ich bin die Minecraft-Welt. Ja, krass. Ja, da ist einiges weggebombt. Cool. Ja. Du hast hier unsauber gearbeitet. Deine Burg ist nicht ganz weg. Deine auch nicht. Doch, wo nicht? Oh nein. Ich habe unsauber geantwortet. Du hast unsauber geantwortet. Hier, guck mal, deine Lieblingsviecher. Die so schreien wie kleine Kinder. Das ist so ekelhaft. Welcher Pädophile hat das hier gemacht, hm? Ja, dieser Pädophile heißt Notch. Ich will so kleine Kinder. Ja, okay. So, wir bedanken uns fürs Zusehen. 1-0 bei Pet vs. Minky steht's. Für Minky. Tschö. Tschüss.